Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier zu einer weiteren Runde Gothic 3. Bevor wir die Folge starten, ich habe in der letzten Folge mit Torus Zweihandschwert gezockt. Das ist aber, ja, von den Stats her deutlich schlechter. Entschuldigung, hier doch deutlich schlechter als mein standardmäßiges Zweihandschwert. Meins macht 145 Klingenschaden und sieht auch nicer aus als das raue Eisenschwert. Aber, ich hatte mir überlegt, vielleicht habe ich einige Baupläne übersehen. Also im Sinne von, vielleicht habe ich irgendwelche Schmiede schon gesprochen, die irgendwie coole Schmiederezepte verkauft haben und ich habe es einfach nicht gecheckt. Und daher, da ich jetzt einen Teleporter hier nach Treles habe, dachte ich mir, komm, ich gehe nochmal ganz kurz alle Schmiede nochmal kurz ab, einfach um nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Vielleicht gibt es irgendwo noch einen Bauplan, den ich mir kaufen kann, den ich einfach übersehen habe für ein interessantes Zweihandschwert. Zeig mir deine Ware. Er hat hier zum Beispiel die Rubinklinge und das Bastardschwert, sind beides Einhandwaffen. Brauche ich hier also mir keine große Hoffnung machen, dass ich da was Besseres bei ihm bekomme. Aber ich kann die Gunst der Stunde kurz nutzen, um hier ein bisschen Geld zu machen. Ich habe halt coole Einhandschwerter bekommen jetzt im Laufe der Zeit, aber tatsächlich keine interessanten Zweihandschwerter. Das ist wirklich interessant. Okay, dann auf nach Redok. Wir können in, wir haben ja noch nicht mit dem Wack sprechen können. Das heißt, diesen Deal mit den Armbrustbolzen konnte ich jetzt tatsächlich noch gar nicht durchziehen. Oh. Ich habe schlechte Nachrichten über Peer. Er ist wirklich ein Dieb geworden und ist nicht gut auf dich zu sprechen. Hoffentlich hattest du keinen Ärger mit ihm. Der interessiert sich nur für Gold. Übrigens schuldest du ihm noch was. Was erzählst du da? 300 Goldstücke, um genau zu sein. Anscheinend hatte er dir mal welches geliehen. Ja, das ist schon eine Weile her. Wo ist Peer denn jetzt? Er war in der Nähe von Treles. Hat sich als Schweinehirte verkleidet. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Dass aus ihm ein Dieb geworden ist oder dass er Scheiße schaufelt. Dann versuche ich zumindest meine Schulden bei ihm zu begleichen. Vielleicht habe ich ihn damals falsch eingeschätzt. Hier, nimm das Gold und gib es ihm, wenn du ihn das nächste Mal wieder siehst. In Ordnung. Ja, okay. Ich weiß echt nicht, warum die TTS nicht mehr dabei ist. Das wollte ich eigentlich nochmal machen. Wollte ich mir echt nochmal angucken. Dass ich nochmal checke, warum die Sprachdateien da irgendwie rausgeflogen sind. Das muss ich mir jetzt mal aufschreiben, damit ich das bis zur nächsten Folge, bis zur nächsten Aufnahme zumindest, dann nochmal mir angucke. Zeig mir deine Ware. Ah ja, cool, die Novizenroben hier, auch interessant. Mantel des Feuers. Beliebt bei umherziehenden Magiern. Das ist auch geil. Eigentlich will ich die alle haben. Da unterschiedliche Novizenroben bei. Aber andererseits, wir sind ja kein Magier, also kein reiner Magier. Von daher... Zeig mir. So. Du hast doch wieder fett Kohle bekommen irgendwie, ne? Ich verkaufe dir jetzt mal hier wieder den wertvollen Shit. Aber es gibt gut Geld. So. Jetzt check ich nochmal ganz kurz den Schmied. Zeig mir deine Ware. Ah, guck mal, was hat er? Zweihänder, Bastardschwert und Rubinklinge. Okay. Wie gesagt, Zweihänder habe ich ja selbst schon. Andererseits könnte ich wirklich hergehen und nochmal ein Zweihandschwert selber craften. Weil das gibt nochmal einen Schadensbonus. Soweit ich mich erinnere. Könnte ich also echt machen. Ich habe so viel Schwefel. Okay, ich verkaufe dir mal ein bisschen Schwefel. Nicht alles, vielleicht brauche ich ja nochmal was für eine Quest. Komm, ich habe jetzt mal 20 aufgehoben. Nein, ich will den Amboss anklickern. Genau, da hat das Ding nämlich 155 Klingenschaden, wenn ich das Teil selber schmiede. Weil es gibt dann nochmal einen kleinen Schadensbonus. Das ist, jetzt habe ich einen selbstgeschmiedeten Zweihänder. Hier, den hier. Der macht 10 Schaden mehr und kostet sogar 10 Stärke weniger. Auch nicht schlecht. Cool. Der sieht zwar genauso aus, aber macht 10 Schaden mehr. Naja, immerhin. Gut, dann gucken wir mal. Wobei, warte mal. In Khabdun gab es gar keinen Schmied, oder? Nee.
Khabdun hatte keinen Schmied. Achso, aber ich wollte den Kopf, genau den Kopf wollte ich nochmal zu hier, zu Bufford bringen. Einer der Schweinehirten gehört zu den Rebellen. Das mag sein, aber ich habe schon genug Probleme. Am besten du sagst es dem Ork-Anführer Uruk selbst. Okay, das ist hier die Dialogoption. Genau, jetzt habe ich den Kopf gegeben und habe nochmal 1000 Gold dafür bekommen. Alles klar. Danke an die liebe Person, die mir das in den Kommentaren nochmal geschrieben hat. Dass das so geht. Zeig mir deine Ware. Hast du irgendwelche Baupläne? Nee, sieht nicht gut aus. Aber du hast eine Menge Gold. Früher oder später hole ich es mir. Deckard. Zeig mir deine Ware. Eckard. Deckard. Nee, er hat auch keine Schmiederezepte. Okay. Nicht schlimm. Dann wäre das nächste Ziel Monterra. Da gibt es auf jeden Fall einen Orkschmied, den ich dann nochmal fragen könnte nach coolen Bauplänen. Und Silden hat auch noch einen Schmied. Das nimmt kein gutes Ende. Soll ich das jetzt beeindrucken? Zeig mir deine Ware. Ist das dein Ernst? Ah, Langschwert und Rubinklinge. Das sind halt leider nur Einhandwaffen. Das sind nur Einhandwaffen, die die hier verkaufen an Schmiederezepten. Und die verkaufen auch nicht mal gute Zweihandwaffen. Hier, die Bardaxe, die habe ich halt schon. Was will ich damit halt? Das ist das Problem. Mist. Tja, was Besseres als diesen selbstgeschmiedeten Zweihänder gibt's halt einfach nicht. Das ist irgendwie eine Marktlücke, muss man mal sagen. In Trelis, den Schmied habe ich mir schon angeguckt. Geldern. Hatte Geldern? Doch, Geldern hatte auch noch einen Waffenschmied. Geldern und Silden, könnte ich nochmal gucken. Halt! Irgendein Marra bringt unsere Leute um! Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Ja, weil ich den Druidenjäger getötet habe, glaube ich. Genau, Geldern hat sogar zwei Schmiede, wenn ich so drüber nachdenke. Einen, der hier arbeitet. Nehme ich den Shit mit? Wenn ich schnell zugreife? Kriegt es vielleicht keiner mit. Speichern. Sehr schön. Oh, und eine Pfeife nehmen wir auch noch mit. So. Oh, und noch ein Holzschild. Jetzt speichern wir nochmal. Okay. Halt, du bist Leck, du dreckiger Dieb. Okay, okay. Komm mit, komm mit, komm mit. Du Lump. Dich kriege ich auch noch hin. Bleib stehen. Ja, wobei, ganz ehrlich, dich brauche ich nicht. Scheiß auf den. Geh schnell zu dem anderen Schmied und gehe ich nach Silden. Beziehungsweise teleportiere mich nach Silden. Und dann habe ich eigentlich alle Schmiede, die ich gerade irgendwie... Verschwinde. Oh Mann, du verkaufst nichts. Ork-Waffen sind besser als die Waffen der Morras. Ist ja geil. Den Spruch kannte ich noch gar nicht. Auch nicht schlecht. Okay, dann gehen wir kurz nochmal nach Silden, den Schmied abchecken. Und dann habe ich wirklich alle Schmiede mir nochmal angeguckt. Und Rezepte mir nochmal angeguckt, falls es überhaupt welche gab. Es gibt wirklich kein gutes Zweihandrezept mehr, ne? Das ist echt krass. Das ist wirklich krass. Zeig mir deine Ware. Naja, auch nicht. Der hat auch nur Bastard und Rubinklinge. Und ein cooles Zweihandschwert verkauft er gar nicht. Der hat nicht mal eine coole Zweihandwaffe. Außer vielleicht die Nagelkeule hier, aber... Ja, ich will halt mit Schwert kämpfen, nicht mit Axt oder Keule. Das ist halt ein bisschen blöd. Tja, ich habe getan, was ich konnte. Und eine coole Zweihandwaffe gefunden habe ich bisher auch nicht. Also, da kann man wohl nichts machen. Gut. Ja, dann geht's nochmal auf nach Trelis. Dann machen wir jetzt nochmal mit der Questreihe weiter. Und ich habe getan, was ich konnte. Es wäre geil, wenn es irgendwie so einen Perk gäbe, so einen Schmiedeerneuerungsperk, dass man abgenutzte Waffen wieder erneuern kann irgendwie. Das wäre geil. Wenn das gehen würde. Ah, geht leider nicht. Zumindest kenne ich diesen Perk nicht, wenn es da einen gäbe. Was? Arcanum Gollum 2? Du musst weiter. Wieso heißt er so wie dieses Buch aus Gothic 1? Hä? Arcanum Gollum 2? Arcanum Gollum 2? Ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler. Oder irgendein Fehler aus der Mod quasi. Ist ja witzig.
Carnum Gollum 2. Die heißen alle so. Ist ja ein witziger Fehler. Pass auf, wo du hier hintrittst. Sonst verwisst du alle Spuren. Torus will wissen, warum dieser Bauernhof sich nicht mehr gemeldet hat. Das glaube ich gerne. Tja, du siehst es ja selbst, dass hier keiner mehr ist. Was ist hier passiert? Das wüsste ich auch gerne. Bis vor einigen Tagen war dieser Bauernhof noch intakt. Hier lebten etwa 4 Bauern. Jetzt sind alle weg. Der Bauernhof ist völlig verwüstet. Wer kann das getan haben? Wenn ich das wüsste, dann wäre ich auch schlauer. Drüben im Westen gibt es eine Höhle. Dort habe ich einige Viecher gesehen. Sie sahen sehr gefährlich aus. Möglicherweise haben sie dies hier angerichtet. Ich könnte mir die verdächtige Höhle mal ansehen. Mach das. Am besten tötest du gleich alles, was da herumkreucht. Aber lass dich nicht fressen. Ich gebe mir Mühe. Verschwinde. Wie freundlich alle sind. Richtig geil. So, diese Höhle da. Na ja, gucken wir mal rein. Verdächtige Viecher. Na, dann speichern wir das Ganze doch mal ganz kurz. Verdächtiger Säbelzahntiger. Das sind auch wirklich ekelhafte Gegner, muss man sagen. Ah, jetzt greifen sie sich gegenseitig an. So ist's recht. Das sind nur die 3. Wo kann ich den einen zähmen? Das wäre super geil, wenn das gehen würde. Yes, das geht wirklich. Nice. Jetzt machen die sich alle gegenseitig kalt hier. Ah! Ah! Oh, ja. Nice. Ich bringe auch Fell und Zähne. Ja, war ja ziemlich einfach. Geh mal weg. Ich will deinem Kumpel mal hier die Zähne abziehen. Lauf zurück. Sieht halt wirklich so aus wie Diego. Also aus Ice Age meine ich jetzt. I choose you, Goblin. Goblin gegen Säbelzahntiger, ein ungleiches Duell, möchte man meinen. Mein neues Schwert macht auch gut Schaden. Ja, sehr gut. Jetzt habe ich meine 75 Grenze, Rufgrenze bei Trelis erreicht. Das heißt, ich könnte jetzt hier an dieser Stelle die Questreihe mit dem Kaput einfach abbrechen und einfach zurückgehen und weiterziehen. Aber natürlich reden wir noch mit ihm. Abgebrochen. Nochmal von vorne. Abgebrochen. So. Geil, Blitzbeschwören haben wir auch wieder. Aber den will ich mir eigentlich ein bisschen aufheben, Blitzbeschwören. Ich hatte den neulich mal genutzt, aber das war eigentlich ziemlich dämlich, dass ich das gemacht habe. Weil der ist halt wirklich nur dann richtig mächtig OP, wenn man halt genügend altes Wissen hat, um den halt hochzuskalieren. No. Dementsprechend lohnt sich das eigentlich gar nicht so richtig, den im Early Game einzusetzen, wenn man wenig altes Wissen hat. Wenn ich geile Zweihandschwerter-Rezepte eigentlich will, müsste ich nach Nordmark gehen, wenn ich so über drüber nachdenke. In der Höhle im Westen gab es nur ein Rudel Säbelzahntiger. Auf mich wirkten sie ziemlich verstört. Ich glaube nicht, dass sie diesen Hof so zugerichtet haben. Verdammt! Und ich hatte gehofft, dass es nicht so kompliziert wird. Kompliziert? Was meinst du? Oben in dem nördlichen Wald habe ich letzte Tage einige Waldläufer herumstreunern sehen. Würde mich nicht wundern, wenn die Mistkerle für die Verwüstung hier verantwortlich wären. Du glaubst, Waldläufer sollen das hier getan haben? Unterschätze diese Kerle nicht. Sie sind ein kriegerisches Volk.
Wenn sie in Scharen auftreten, können sie eine ernsthafte Bedrohung sein. Was soll ich tun? Waldläufer haben oft einen Druiden als Anführer. Finde heraus, ob der Druide den Befehl für diese Schweinerei hier gegeben hat. Und wenn ja, dann töte ihn. Ja, das wird jetzt natürlich ein bisschen kniffliger. Denn ich töte jetzt keine Waldläufer und keine Druiden. Würde ich niemals machen. von daher, aber das rausfinden kann ich ja trotzdem, glaube ich, machen. Töten muss ich den ja, glaube ich, nicht wirklich. Wäre nur so ein nice to have für den. Aber das rauszufinden, das könnte ich, glaube ich. Könnte ich die Quest sogar, glaube ich, trotzdem abschließen. Da, 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 da. Oh Gott, nochmal. So. Adanos, bei Adanos, dieser Stress. Ja, hier können wir uns jetzt natürlich auch nochmal schön durchmetzeln. So. Was haben wir denn hier drüben noch? Hui. Wildschweine gibt's hier und Waldelche. Okay, er rennt weg, dann töte ich dich halt. Gott, wie brutal. Ich weiß, aus Kingdom Come Deliverance weiß ich, dass man Wildschweine mit Speeren jagt und nicht mit Pfeil und Bogen. So. Ja, wo waren die nochmal? Ich glaube, ich muss hier über die Brücke. Die waren da drüben, da oben auf diesem Hochplateau sind die, glaube ich. Hier vor mir direkt. Da war das so? Doch, ich glaube schon, dass sie da sitzen. Ihren Sitz haben. Oh, guckt euch dieses Stück Land hier an. Oh. Boah, du, das ist schon einfach wunderschön. Kann man nicht anders sagen. Ja, oh, mm. Da, da. Hab ich gespeichert, oder? Speichern ist was für Anfänger. Wegrennen ist die neue Meta. Wegrennen und futtern. Was? Ich wollte gerade sagen, das hat ihn nicht getroffen. Okay, du auch noch. Ist da nicht genug? Was? Was denkt sich so ein Snapper in dem Moment? Der sieht gerade, dass ich drei seiner Kollegen platt gemacht habe und er denkt, und er trotzdem denkt er sich, alles klar. Den hole ich mir. Den hole ich mir, den Lump. Oder es ist die Tat der Verzweiflung irgendwie. Hast du das drei meiner besten Freunde getötet? Ich mach irgendwie Snapperfutter aus dir. Wobei Snapperfutter gibt es ja in dem Sinne gar nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja genau, da oben waren die Waldläufer. Ich meine, der Kapott wollte jetzt von mir, dass ich den Thorn jetzt platt machen gehe. Der Thorn will, dass ich wahrscheinlich Geldern befreien gehe, glaube ich. So rum war das irgendwie. Werde ich beides nicht machen? Sind wir mal ehrlich. Das wird hier quasi eine Pattsituation bleiben. Was hat geklappt? Ah ja, da war ja noch so ein Trupp Ogre bei Geldern oben, ne? Von der Seite hier. Hm. Ich glaube nicht, dass ich den mir jetzt hole. Hole ich später. Wenn ich irgendwann selber mächtig genug bin, Ogre zu beschwören, dann hole ich mir die. Ich hoffe, dass ich nicht vergesse. Aber ich glaube nicht. So, Dämonenpilz. Bisschen Kleinkram. Okay. Erstmal was essen. Schön. Erstmal Pause machen. Ach, wie süß hier so eine kleine Mandoline auf dem Tisch liegt. Cool. Ich nehme das mal mit, Jungs. Ihr braucht den Shit wahrscheinlich. Das ist eine echt große Truppe eigentlich, ne? Wenn man sich das mal so anguckt hier. Du bist zu laut. Du vertreibst das ganze Wild. Ich bin Thorn.
Druide und Krieger Adanos. Und du bist anders als die anderen. Du bist Krieger Adanos. Sieh dir an, was die Tiere Beliars angerichtet haben in ihrer Gier. Kaum noch Menschen, die frei und ohne Angst leben können. Ich bin der Schrecken, der über die Orks kommen wird, wenn sie es wagen, die Wälder anzugreifen. Die Orks glauben, dass du einen Bauernhof bei Treles verwüstet hast. Da haben sie auch verdammt recht. Menschen wie die Bauern, die für die Orks arbeiten, stärken ihnen nur noch den Rücken. Ich kann nicht mit ansehen, wie Menschen sich versklaven lassen, nur um ihr klägliches Dasein zu verlängern. Lieber den Tod als Lakai dieser Brut Beliars. Ich werde nicht eher ruhen, bis die Saat des Bösen wieder aus unseren Wäldern verschwunden ist. Der Bruder ist schon ein bisschen radikal unterwegs, glaube ich. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn hier? Ach, der hat auch diesen Peller. Er hat auch einen Zweihänder, aber was Besseres als ein Zweihandschwert hat er halt auch nicht. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache das jetzt. Ich kaufe mir jetzt diese Druidenrobe. Einfach weil es geht. Einfach weil ich es kann. Einfach weil ich es mir leisten kann. Mache ich jetzt. Ziehe ich durch. Ich habe da einfach Bock drauf. Du bist in Ordnung. Danke, Bruder. Ist nett, dass du das so siehst. Ja. Nee, die darf ich nicht verkaufen. Ich brauche die bestimmt in irgendwelchen Kochrezepten oder so. Verwandlungstränke können aber weg. Urviehfleisch. Boah, Drachenfleisch. Bringt Stärke plus 1 und Lebensenergie 100%. Ist ja geil. Hebe ich mir mal für schlechte Zeiten auf. So, ja, 10.000 Gold habe ich immerhin noch. Ich mag die Druidenrobe einfach wirklich sehr. Die ist wirklich geil. Da passt sogar dieser Helm jetzt dazu. Ach, wie cool. Machen wir mal ein bisschen Designumschwung hier. Ich brauche die Voraussetzung magische Waffe. Damit ich das Teil tragen darf. Gut, das hier würde auch gehen tatsächlich. Das Langschwert. Oder Wenzels Schwert würde auch gehen wahrscheinlich, ja. Ja, haben wir so einen kleinen... Münze? Haben wir so einen kleinen Designumschwung jetzt hier gemacht. Das passt richtig gut mit dem Helm zusammen. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Woher glaubst du mich zu kennen? Du bist rastlos, Entscheider. Ohne Heimat. Ich kenne das. Du bist wie ich. Wenn du zu lange an einem Ort bist, glaubst du, das Leben nicht mehr zu spüren. Bring mir bei, wie ein Druide zu kämpfen. Ich weiß, wer du bist, Entscheider. Und so weiß ich auch, dass dein Weg nicht von den Göttern bestimmt wird. Wer sagt mir, dass du die Macht der Druidensteine nicht gegen uns Druiden richtest? Oh, nee. Die Probe nehme ich mir jetzt nicht von ihm, weil... Weil er wird mich auf die Probe stellen und sagen, zerstöre Geldern komplett, das mache ich nicht. Dementsprechend spare ich mir das jetzt auch einfach. Der Helm passt jetzt richtig gut zu dieser Robe. Ich habe jetzt perfekten Helm gefunden, eine perfekte Kleidung gefunden, der zum Helm matcht. Das ist richtig gut. Nice. Ja, der Helm passt richtig, richtig gut zur Robe. Gefällt. It's a match, sozusagen. Und, der könnte auch noch dazu passen. Naja, wobei, nee, nicht ganz. Nicht ganz. Der Helm passt nicht ganz. Der passt eher zu, auch zu der Rüstung hier. Oder der hier. Oder der hier. Ja. Oder der hier. Der Helm hier passt. Der Helm würde auch zu dieser Milizrüstung hier passen. Kurz mal Modenschau hier, sorry Leute. Der Helm passt auch gut zu dieser Milizrüstung hier dazu. Ja, aber definitiv, der Helm passt halt am besten, passt er halt zu dieser Robe. Guck nochmal ganz kurz, also wie sich die Rüstungswerte verändern. Klar, mit der Rüstung und dem Helm hätte ich hier 75, 70, 70. Und so hätte ich halt nur 65, 55, 55. Das geht auch, das ist jetzt nicht so ultra wenig. Es würde auch noch gehen.
Komm, wir laufen mal eine Weile so rum, einfach auch mal ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Wenn ich jetzt schon nicht ein besseres Zweihandschwert bekomme, dann einfach mal einen umgedrehten machen und hier ein anderes Kleidungsoutfit mitbringen. Und auch mal ohne Bogen spielen. Ich habe jetzt die letzte Zeit immer oft mit Bogen gespielt. Aber ich will jetzt mal versuchen, mehr auf Magie zu gehen und den Bogen mal ein bisschen stecken zu lassen. Ich meine, dafür sind wir ja immerhin Magier mit Krieger. Der Druide Thorn hat diesen Bauernhof verwüstet und alle Bauern getötet. Diese Schwein. Ich habe mir schon sowas gedacht. Gute Arbeit. Hier ist etwas Gold. Ich hoffe, du hast Thorn dafür getötet. Nein. Schade. Dann werde ich das wohl selbst erledigen müssen. Na, viel Spaß. Hast du eine Nachricht für Torus? Sag ihm, dass von diesem Hof hier nichts mehr zu erwarten ist. Das war mal einer. Alright, dann. Machen wir das. Aber wie schön die Burg von Tredes auch hier aus diesem View aussieht. Die Burg muss wirklich viel größer gewesen sein mit Vorburg und allem drum und dran, wenn die ganzen Ruinen noch so rumstehen. Ist schon abgefahren. So, was greift mich jetzt an? Ah, ein Mallrat. Geißel der Menschheit. So. Danke für dein Fett, du Viech. Der Burggraben von Trele ist natürlich auch OP einfach. Also Trele ist anzugreifen und einzunehmen, ist halt auch quasi unmöglich. Das kannst du halt wirklich nur über die Brücken machen. Und wenn du die Brücken verteidigst, ist Trele halt wirklich fast uneinnehmbar. Der Bauernhof im Westen ist verwüstet. Dort lebt keiner mehr. Wusste ich es doch. Ich kann nur hoffen, dass das ein Einzelfall bleibt. Andernfalls sind wir auf die Karawanen angewiesen. Und das wird teuer für Trelis. Hier, dein Sold. Danke, Chef. Jetzt habe ich schon 96 Ruf. Crazy. Damit können wir auf jeden Fall zu Wack gehen. Das will ich nicht weiter tun. So. Halt! Keinen Schritt weiter! Wie das hier so grün leuchtet hier oben zwischen den Dachschindeln, war kurz verwirrt. Lass mich rein. Na schön, aber benimm dich. Jetzt fehlen mir natürlich die 50.000 Gold, die ich für Wack bezahlen soll. Die habe ich natürlich jetzt nicht dabei. Warum störst du meinen Kriegsrat? Sprich! Kriegsrat? Der Krieg ist vorbei. Ach, kleiner Klugscheißer. Ihr Menschen seid unterworfen. Von euch ist ja keine ernsthafte Bedrohung mehr zu erwarten. Jedoch habe ich trotzdem auf das Kräftegleichgewicht in diesem Teil des Landes zu achten. Wer sollte euch Orks herausfordern? Ich habe nicht von Herausfordern gesprochen. Ich sagte Kräftegleichgewicht. Die Assassinen sind unsere Verbündeten. Sie lassen uns in ihrer Wüste Ausgrabungen machen. Des Weiteren lassen sie uns ungehindert in ihre Wüste und in ihre Städte. Dafür bezahlen wir ihnen einen Batzen Gold. Doch bei aller Freundschaft muss jemand darauf achten, dass sie nicht zu stark werden. Und das ist meine Aufgabe. Ich komme von Urkras, dem Lagermeister von Kabdun. Was hast du zu sagen? Urkras braucht Bolzen in höchster Qualität. Bolzen aus eurer Stadt. Er braucht jeden Monat eine Ladung von 200 Bolzen, 300 Klingenbolzen. Damit der Bedarf der Stadt gedeckt ist. Bedarf der Stadt? Welcher Stadt? Kabdun ist nicht mal ein Dorf. Ach Mann, ey. Was ist Urkras bereit zu zahlen? Ich lasse meine Leute nicht umsonst arbeiten. Das muss Milok mit Urkras regeln. Ich soll nur die Verbindung aufbauen. Meinetwegen, dann soll sich Milok darum kümmern. Geh zu ihm. In Ordnung. Gut, haben wir das erklärt. Gering. Du bereitest dich auf einen Krieg mit den Assassinen vor? Wir sind hier am Rande der Wüste. Wenn die Assassinen größere Heere ins Mittelland entsenden, dann werde ich das hier als erstes merken. Wenn diese Burg hier fällt, könnten die Assassinen ungehindert ins Mittelland. Das will ich verhindern. Erzähl mir mehr über euren Bund mit den Assassinen. Im Krieg gegen die Morras waren die Assassinen sehr hilfreich. Sie haben sich um den Teil der Welt gekümmert, den wir Orks eigentlich nur selten bereisen. Die Wüste. Des Weiteren beten wir zum gleichen Gott, Belia. Es war eine strategische Entscheidung, mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. Soll ich das jetzt beantworten? Was ist mit den Rebellen? Ja, richtig. Die gibt es auch noch.
Und du sagst, der Krieg sei zu Ende. Ha! Die Rebellen überfallen die Bauernhöfe, verstopfen den Pass zur Wüste und bestehlen uns, wo sie nur können. Oben im Westen soll es ein größeres Lager von ihnen geben. Sie nennen es Nemora. Ich würde Nemora gerne ausräuchern, aber ich habe im Moment ganz andere Sorgen, wie du weißt. Denjenigen, der es schafft, diese Brut zu zerschlagen, würde ich reich belohnen. Wenn ich es mir leisten kann, versteht sich. Wie laufen die Ausgrabungen? Wir graben wie die Wahnsinnigen in allen Teilen der Welt, um die göttlichen Artefakte zu finden. Bisher waren unsere Bemühungen nicht so ertragreich, wie wir gehofft hatten. Nur Belial weiß, ob das Amulett, das mir aus dem Tempel im Osten gebracht wurde, wirklich ein göttliches Artefakt ist. Du weißt genau, woher unsere... Ich will dein göttliches Artefakt. Warum sollte ich es dir geben? Es hat keinen Wert für dich. Unsinn. Ich habe ganz andere Probleme, Mora. Ich habe immer noch nicht genug Gold zusammen, um unseren Teil der Abmachung mit den Assassinen einzuhalten. Der Halsabschneider von einem Assassinen, Kabir, wartet schon seit Tagen auf eine Antwort von mir. Was glaubst du, was hier los ist, wenn er sein verfluchtes Gold nicht bald bekommt? Ich bringe dir das Gold für die Assassinen. Du willst mir das ganze Gold bringen? Ist das dein Ernst? Das sind satte 50.000 Goldmünzen. Puh, das ist nicht wenig. Das weiß ich auch, du Schwachkopf. Aber gut, wenn du es tatsächlich schaffen solltest, dann können wir uns nochmal über das Artefakt unterhalten. Ich werde sehen, was ich tun kann. Tja. Woher soll ich das Gold für die Assassinen bekommen? Am besten du gehst zu den Bauern in der Umgebung und forderst die Pacht ein. Geh zum anliegenden Tempel und lass dir alles geben, was der Trupp dort aus dem Tempel geborgen hat. Den Rest des Goldes musst du dir wohl woanders besorgen. Ist mir egal, wie du das anstellst. Nur mach es schnell. Verstehe. Okay, werden wir mal sehen, wie wir das machen können. Da es gibt aber hier eine nette Schatzkammer, wie ihr seht. Halt, keinen Schritt weiter. Okay. Aber ich könnte da trotzdem reinkommen. Vielleicht probiere ich das in der nächsten Folge. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Mach's gut, bleibt gesund. Bis zur nächsten Runde Gothic 3. Lasst gerne Abo und Like für mehr da. Ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.